Johnny Nitro, Gregory Helms, Kenny Dykstra, das sind alles. Das sind, da könnte ich noch Johnny Nitro, weil das ist ja noch ein Cruiserweight hier. Mit wem hat der noch mal im Tag Team? Hat mit dem Miss, glaube ich. Der Miss ist hier nicht dabei. Aber nicht drin. Ja, komm, 3 Monate. Nochmal dran. Und dann noch. Mark Henry. Ja, ich nehme noch den Henry Mark für 5 Wochen. Weil jetzt mit Air Gregory Helms. Das war wohl klar. Weil ich mir jetzt den Snitsky rein und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Haha, ich bin nochmal dran, dann kann ich mir gerade. Ja, ne? den einzigen, den du kennst, William Regal. Ja, will ich auch sagen, dass ich den nehme. Der hat zwar gar keine Popularität, aber ist mir jetzt egal. So, ja, und du ich, kannst mir nur bleibt noch, nur noch einer übrig, oder? Kenny ja, Dixon, dann nehme ich den auch noch für 5 Wochen. Gut, ja, hätten wir das. Nehme ich noch. gut. Haben wir das geschafft? Was muss ich jetzt. Ah, ich kann, man kann auch noch neu verhandeln. Dass ich jetzt doch noch einen rausschmeiße oder so, aber nee, gut. So. Nö, würde ich sagen, machen wir dazu weiter. Ja, wie? Ja, zurück wahrscheinlich. Zurück? Alle einstimmen? Nein, das ist falsch. Ah, warte. Weiter. Aha. Ja. Das ach so, jetzt, ach so, du und musst ich auch muss noch auch noch raus. Du, also du hast jetzt noch die Möglichkeit zu verhandeln. Nee, will ich nicht. Gut, jetzt kann man hier noch fair-unfair wechseln. Was ist das denn? Warte mal, bin ich jetzt. Das ist mein Team, ja. Ich bin jetzt dran. Ah, du darfst sie. Ah, das ist jetzt viel, halt, oder bevor es losgeht, kannst du jetzt noch einstellen, weil. Wer Face ist, und wer Heal ist, oder? Ja, genau, weil es ist halt wirklich hier streng so. Faces gegen können nur gegen Heal und so, also fair gegen unfair. Ja, das ist. Ich guck mal, wie das von der Verteilung aussieht. Mal kennen unfair, ja. Matt Hardy und Jeff Hardy sind fair. Das sind. Steve Austin. Ich glaube, ich mache Steve Austin noch unfair. Da kann ich ja so eine üble Legendenfehde starten. Und Ric Flair mache ich auch noch unfair. Nee, den lasse ich fair, weil dann ist es ziemlich ausgeglichen eigentlich. Ja, das passt. Später kann man das dann halt nicht mehr wechseln, nur noch. Kann ich das jetzt auch noch? Nee, du bist. Ich bin jetzt gerade dran. Also ich bin. Ja. Das läuft jetzt halt hier so rundenbasiert. So. Soll ich die Titel vergeben schon oder soll ich die auskämpfen lassen direkt? Das ist die Frage, ne? Kann man die auskämpfen lassen? Ja klar, nachher im Match, dann hat er halt jetzt noch keinen Titel, dann ist jetzt noch keiner vergeben. Ja doch, das mache ich so. Ja, jetzt bist du dran. So, dann schauen wir mal. Batista fair, Chris Masters unfair, Kane fair, The Rock fair, bei mir ist ja jeder fair. Umaga, Snitsky, jawoll. Was hast du, Kane? Das Undertaker und Kane, wenn die Tag Team sind, dann müssen die, glaube ich, auch ja, beide fair sein. Sind beide fair. Gut. Schauen wir mal. Also, es gibt halt. Wen könnten wir denn Fehde machen lassen? Batista gegen Bobby Lashley wäre eine krasse Fehde. Am besten. Deswegen mache ich Bobby Lashley einfach mal auf unfair. Am besten überlegst du dir Fehden zwischen hohen. Oder halt ein kleiner und ein weniger populärer und ein populärer halt zum. Pushen. Genau, ich glaube, das geht ja auch. Also die steigen halt auch. Du kannst ja auch, du musst auch Wrestler trainieren lassen oder kannst einen Wrestler, um seine Popularität zu steigern, irgendwelche Promos absolvieren lassen, einen Film drehen und so. The Rock kann Filme drehen. Meinst du? Ich glaube, der kann das nicht gut. Ich glaube, der ist kein guter Schauspieler. So, dann schauen wir mal. MVP, den könnte ich eigentlich halt wirklich dann hochpushen lassen. Mit The Rock. Aber ich glaube, das passt jetzt soweit. Ich guck mal gerade. 1 fair, 2-2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 7-5, 7-6. Das geht doch. Ja, das passt. Genauer geht's okay. Sogar gar nicht. Champions festlegen. Ich hab ja nur einen oh Titel. Oh Gott, du hast nur ich einen Titel. Ich hab ja nur einen Titel. Das macht deine Shows irgendwie. Egal, dafür habe ich ECW und ECW ist cooler als alles andere, weil ECW Hardcore ist. Wann ist ECW eigentlich? Das gibt's nicht mehr. Nee, aber wann war das immer? Weiß ich nicht. Weil, also SmackDown. Ja, ich mach das dann auch so. Ich hätte irgendwie die Cruiserweight-Titel hätte ich jetzt schon vergeben, aber. Nee, ich mach geht alles. Ja nicht. Ich werde den dann auch, wie du das auch gemacht hast. Du kannst ja ein riesiges Battle Royale machen. Mit allen Mann, mit 12 Mann, ja. Nee, das muss ja noch mehr auf die. Oh, hier gibt's direkt. Ja, hier sind Infos dabei immer. Das ist ganz witzig. Batista, 1,96, alter Falter. Es geht nur manchmal ein bisschen schneller. Hier, ja, 2005 war Royal Rumble-Sieger. Gegen John Cena, ganz im Plus. Oh. Ah ja, das ist hier der Anfang.
keep this short and sweet. I'm giving you the opportunity of a lifetime as a general manager here in the WWE. This is where real men manage superstars. And superstars make me a legend. And that's what I expect from you. To become a master of this business. And that's your responsibility, pal. Not mine. All I can do is give you the chance. It's up to you to make an impact. So what are you waiting around for? Get going and convince me that I didn't make a mistake by hiring you. Bekomme ich auch noch so ein Filmchen? Nee, ich glaube, das gibt's nur für den ersten Player. Es wäre ja dann genau dasselbe. Ja, klar. Charakter, mit Tommy Dreamer. Ja. Muss sein, das hier ist schon mal wesentlich cooler als in WWE 13. Da hätte ich mir auch mal so einen Modus gewünscht. Ja, das ist auch das Beste an den Spielen überhaupt, dieser Modus. So, jetzt, das ist mein Tisch hier. Das ist ähnlich wie im anderen. Ja. Hier ist mein Handy. Ich habe eine Nachricht von JBL. Von JBL? Ja. Den war keiner von uns unter Vertrag. Nee, den gibt's nicht. Der ist Kommentator, ne? Ja. Wenn du den Pflichten eines General Managers Hilfe brauchst, kannst du gerne meinen Bericht im Berichteabschnitt lesen, genau. Das ist dann hier, ist das hier? Also hier ist auch das Magazin dann, ja genau. Man kann sich das Roster ansehen, Gesundheitsbericht, Storyline, genau, hier muss man wirklich alles, wir können auch noch handeln, wir können untereinander noch Wrestler tauschen. Okay. Hier Storyline-Autoren, das ist auch so, du musst dir hier Leute unter Vertrag nehmen, an Autoren, um bessere neue Storylines zu bekommen. Und die kannst du dann halt verwenden. Das ist ja. Und hier kann man auch noch verfügbares Roster bearbeiten. Da können wir, falls wir jetzt Bock haben, doch noch Homer J. Simpson reinzumachen. Dann ist der aber halt verfügbar und dann ist er hier ohne Agentur und man kann ihn halt kaufen. Ja, hier sind dann sind hier, ja genau, hier ist der JBLs Berichte. Power 25 ist ja dieses Magazin. Okay. Hier ist auch der Shop. Ich guck mal kurz, was hier jetzt im genau, das ist hier, wie beliebt die Wrestler sind. Raw steht ganz und oben. Der von Raw hat jetzt schon den beliebtesten, er hat die Titel verteilt, ja. Den Titel verteilt. Rey Mysterio ist Intercontinental Champion und John Cena WWE Champion. Schauen wir mal kurz was noch. Mr. Kennedy. World Tag Team Champion zusammen mit CM Punk und Markus. Moment mal. Hä, was? CM Punk ist zusammen mit Markus World Tag Team Champion. Wer ist Markus? Und Mr. Kennedy ist alleine World Tag Team Champion. Was zur Hölle? Geil, ich weiß es nicht. Vielleicht ist der Markus irgendwie Kollege von CM Punk. Der heißt so CM Punk und Markus. Wahrscheinlich ist CM Punk und Mr. Kennedy sind zusammen. Ach nee, ja genau, ich weiß wie das ist und zwar... Guck, Elijah und Markus. Ja, pass auf, das ist so, wenn Tag-Teams zusammen berühmt sind oder halt die, hier, wie JTG und Chad, wo ich ja gesagt habe, das ist so, die sind ein Tag-Team, dann werden die zusammen gelistet, weil die einzeln einfach gar nichts... Wir sind bei. Ich räume die Liste von unten auf. Ja, ich habe gar nichts drin außer The Rock. Doch Sabu ganz und Sandman. Ah ja, tatsächlich. Umaga. Oh, ich habe dir gar nicht. Ich habe dir alles für Raw gehalten. Und hier, ganz viele. Kane und Undertaker. Kane und Undertaker auf 11. Was ist denn da los? Die sind halt zusammen. Da wird halt dann. Aber hauptsächlich The Rock. Und Shawn Michaels hier noch. Ja. Gut, JBLs Berichte. Da steht. Hier, das brauche ich halt jetzt noch nicht. Oder. Ah, das ist, glaube ich, die Erklärung sogar dann alles. Wertung. Ja gut, da steht halt jetzt, hier, niemand will jede Woche die gleiche Matchart auf demselben Platz. Ja, sicher, so wie es momentan in Wirklichkeit ist. Ja. Eigentlich gibt es ja nur dasselbe Match immer. So, und jetzt gehen wir hier auf den Kalender. Heute ist Monday Night Raw. Okay, da haben wir beide nichts mit zu tun. Genau, aber ich kann jetzt, also man muss ja jeden Tag verplanen trotzdem. Ach so. Und ich kann jetzt zum Beispiel, glaube ich, Events und Aktivitäten, hier kann man halt ganz Invasion anderer Brand. Platz in die Schuhentüte, da hast du einen bleibenden Eindruck. Also ich kann jetzt halt bei Raw einen Wrestler schicken und und hier kann man halt ganz viel machen, hier WWE-Kampagne, dann bekommt man Geld, glaube ich. Autogrammstunde bringt halt die Beliebtheit bei den Fans und bringt keine. Und hier ein Schurkenfilm für die Heels, ein Heldenfilm für die Faces und so weiter. Ja, was mache ich denn hier? Ich muss erstmal ein paar Wrestler pushen natürlich. Das ist ziemlich cool, ey. So einen Modus hätte ich mir echt mal für WWE 13 gewünscht. Aber vielleicht dann bei WWE 14 mit dem neuen. Mit dem neuen Entwickler. Ich pushe jetzt mal. Wieso? Wo war eigentlich Steve Austin auf der Liste? Den habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Der war nicht drauf. Aber wir gucken gleich mal. Der ist nicht unter den Top 5. So, wen will ich denn pushen? Hier, Great Khali.
wen will ich dann oben haben? Ich meine, das ist so komisch, weil man so wenig Wrestler hat, ne? Ich schau mal, ah ne, warte, ich mach, gibt's doch auch. Ist das hier nicht? Ne, da, ach, das gibt's nur in der Show, stimmt. Hier kann man auch die Wrestler verbessern. Ja, gut, ich mache jetzt ein Event und zwar eine Autogrammstunde von Bret Hart. Einfach mal eiskalt, die wird dann simuliert. Plus ein Fan-Popularität habe ich jetzt bekommen. Und jetzt bist du dran. Okay. Oh, ich kann trotzdem steuern. Wo sehe ich hier die Fan-Popularität? Ey, ich gehe jetzt erstmal Roster ansehen. Ich höre jetzt erstmal wieder an. Also ich habe The Rock schon mal sehr schön. Ja, ich habe eigentlich hab einen guten Roster. Ja, ja. Ups, jetzt habe ich Käse gemacht. So, aktuell der Champions haben wir keinen Fäden. Ja, wir wollen die Fäden sehen, ne? Ja. Kann ich die selbst einstellen? Ja, genau. Du kannst, klick mal. Das heißt, ich kann jetzt hier... Du kannst jetzt zwei Wrestler auswählen. Und dann sogar... Bis wohin die Fäde geht. Ey, das ist ja mal richtig Hammer. Ja, das Spiel ist einfach... Gesundheitsbericht mittlerweile, sollte ja noch jeder gesund sein. Ja, eigentlich schon. Das wäre ja mal krass, wenn wir jetzt schon... Also wo mache ich jetzt das, was du gerade gemacht hast? Ich mache jetzt auch mal... Geh erstmal an dein Handy und... Stimmt, ich habe ja von Tess noch eine Nachricht. Ja, das ist dieselbe. Das ist gleich wie bei dir mit... Bei dir ist das Tess, bei dem anderen ist es dann JBL. So, und jetzt kannst du überlegen, was du am Montag machst. Also jetzt... So, also für morgen muss ich noch nichts planen, ne? Nee, das kommt morgen. Achso, morgen kann ich eh nichts planen, weil dann mein... Genau. Du kannst auch... Ich glaube, ich mache mal Trainingsübungen. Die, ja gut. Kann ich da dann drei Dinger machen? Kann ich das für jeden einstellen? Bin ich mir sicher, muss er ausprobieren. Aber ist nur für einen. Okay. Hier kannst du ganz links, war gerade Fähigkeit, da sieht man den Typ, der macht, wie er gerade das DX-Zeichen macht. Hardcore-Übung, das machen wir mal. Hardcore-Übung für The Rock, weil eigentlich ist The Rock ja kein Hardcore-Kämpfer, sage ich mal. Ich glaube, die musst du sogar... Ah, hier übrigens, das ist auch noch ein bisschen komplizierter. Siehst du hier, der ist Showman. Ja. Und als zweite Dings ist er Brawler. Das heißt, da gibt's halt noch sau kompliziert besondere Fähigkeiten. Da müssen wir erst reinkommen. Aber das schaffen wir bestimmt irgendwie. Okay, ja. Ich kann für den anderen noch die Nachmittagsaktivität legen. Genau so. Kannst du den ganzen Tag verplanen. Schnelligkeitsübung für Umaga. Ausdauerübung für Umaga. Das wäre aber echt, glaube ich, keine schlechte Idee. Ich glaube, du kannst die Dinger dann sogar selber... Ich mach Umaga, der kriegt jetzt mal eine Ausdauer. So, und einer kriegt noch, was haben wir noch? Kraftübung, Schnelligkeit, Technik, Zähigkeit, Submission, Charisma. Charisma wäre auch ganz... In diesem Trainingsbereich kannst du an deinem Charisma arbeiten. Führe in einer bestimmten Zeit eine begrenzte Anzahl an Taunts sind halt die Jubel, ja. Ja, also das ist so diese Trainings, die kannst du jetzt echt spielen, wenn du willst. Man kann sie aber auch simulieren. Ich glaube, wir simulieren die dann lieber, oder? Ja, das wird sonst viel zu lange dauern. Wer könnte denn mal an seiner Technik feilen? An seiner Technik? Da muss er halt gucken, am besten nach Technikern. Wo kann ich das einstellen? Geh mal die Wrestler durch einfach und dann siehst du hier die Symbole. Ich weiß jetzt, ich glaube, das ist Techniker. Das ist dieses... Ja, aber der kann das ja dann schon. Ja, für den verbesserst du es dann noch, weil der braucht's ja, weil das läuft so, diese Fähigkeiten, die haben immer dann was bestimmt, zum Beispiel, wenn du Hardcore-Wrestler hast, die Fähigkeit Hardcore haben, hast du ja auch hier Sabu zum Beispiel, hatte das und so, oder bei Showman ist es so, bei The Rock, so jetzt kannst du hier Veranstaltungen simulieren, ja. Bei The Rock als Showman läuft es dann so, dass du, Riesenerfolg, dass du, wie läuft das? Du kannst als besondere Fähigkeit dann einen Taunt von einem Gegner stehlen oder sogar den Finisher, dass du dann seinen Finisher ausführst. Bei Hardcore kannst du halt so Sachen machen wie, ich glaube, T-Shirt anzünden oder so, das können nur Hardcore-Wrestler oder so. Ja. So läuft das dann irgendwie. Wenn du Zeit hast, kannst du ja mal das Heftchen durchlesen, das beim Spiel dabei ist.